Herren Leipziger Lärchen. Einmal die Herrenlärche, einmal die Originallärche, die Pistazienlärche und die Kaffeelärche. Und auch die Bachlärche gibt es bei uns. Ja, unsere Bäckerei gibt es seit 1950 und seit vielen Jahren machen wir auch diese Spezialität. Man kann es einfach mit der Gabel essen, man kann es auch in Stücken einteilen und ein Stück genießen. Oder einfach herzhaft reinbeißen. Oder reinbeißen. Tag 1 zum Kosten nehmen. Den Tief mitnehmen. Ja. Man kann es ja auch zu Hause verschenken als Mitbringsel aus Leipzig oder noch zu Hause nochmal mit der Familie teilen. Und wir haben auch auf die Rückseite, da haben wir die Geschichte der Leipziger Lärche drauf. Wollen wir das nicht mal probieren? Auf jeden ja, Fall. Ja, auf geht's. Sehen Sie auch unsere Sauerkirschfüllung, wie das Herz der Lärche ist. Dankeschön. Dankeschön. Die sind also alle mit unterschiedlichen Füllungen, deshalb die unterschiedlichen Namen. Die Sauerkirschfüllung ist in jeder Lärche drin, außer in der Bachlärche. Ja. Da sind Schokotropfen drin, aber die Lärche unterscheiden sich. In der Kaffeelärche ist halt Kaffee drin, in der Pistazienlärche Pistazien. Und in der Herrenlärche ist der Marzipan dunkel, also mit Schokorübeteig. Den Kaffee dazu. Und den Kaffee unbedingt. Kaffee, nicht mit K, sondern mit G, genau. Ja, wie Gustav, ein weiches G, deshalb Kaffee. Okay. Wird nicht herausgegeben, das Rezept. Nein, das bleibt unser Geheimnis. Und die Originallärche war die erste Lärche, die wir erfunden haben. Und dann haben wir uns halt auch noch andere Sorten einfallen lassen, wie zum Beispiel die Herrenlärche extra für den Herrentag. Genau. Und die Herren, was bevorzugen die so am liebsten? Also dunkel, weil die, ich sehe, der ist es dunkel. Also ich würde sagen, von allem. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass da eine besonders präferiert wird oder bevorzugt wird. Also ich denke, einer am Tag reicht vollkommen zu. Aber man kann auch zwei essen, drei essen, wie es einem schmeckt und gefällt.